wirklich viel lernen können. Und ich glaube nicht, dass er nochmal einen Kampf so beginnt. Gibt eine kleine Kontroverse jetzt zwischen Danny Williams, seinem Betreuer. Spencer Ferrin ist sehr erregt und bekommt jetzt von Malcolm Garrett, dem Cutman von Oleg Platov, ein bisschen Nachhilfe in Regelkunde. Das war die erste Szene, als Platov eine Auszeit nehmen musste, weil das Blut ins Auge floss. Und man kann auch nur von Glück reden, dass der Ringrichter diesen Kampf abgebrochen hat. Absolut richtige Entscheidung. Gesundheit der Boxer geht vor und die Verletzung war einfach zu gefährlich. Und dass diese Schlagserie von Danny Williams, natürlich war da Oleg Platov mächtig gehandicapt. Und hier haben wir nochmal Malcolm Garrett, ein erfahrener Cutman aus den USA, der hier Danny Williams erklärt, warum dieses Urteil wahrscheinlich so ausfallen wird. Und hier das Urteil mit Manuel. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Ringrichter Earl Brown aus Newark, USA, stoppte den Kampf in der vierten Runde nach 2 Minuten 15 Sekunden. Das bedeutet, der Kampf bleibt ohne Wertung, no decision. Ja, natürlich auch bei den Zuschauern hier in Basel ein bisschen Unverständnis. Nicht jeder hat das Regelhandbuch der IBF da bei der Hand. Aber auch Danny Williams hat es eingesehen, hat es verstanden. Und ich glaube, die beiden verabreden sich jetzt schon für einen nächsten Kampf, wo dann geklärt werden kann, ohne eine solche Verletzung, wer von den beiden der Bessere ist. Auf jeden Fall hat dieser Danny Williams hier heute gezeigt, dass mit ihm noch zu rechnen ist, mit 34 Jahren noch kein altes Eisen. Meine Damen und Herren, wichtiger Hinweis, eine Entscheidung in diesem Kampf nach den Punktzetteln hätte es nur dann geben können, wenn 4 Runden zu Ende geboxt worden wären. Aber es war ein accidental headbutt, also ein Unfall. Und nachdem 4 Runden nicht zu Ende geboxt worden sind, kann es keine Entscheidung und somit auch keinen Sieger geben. Das nochmal die Erklärung vom Ringsprecher und wir haben die ersten Interviews. King Arthur ist zurück im Ring. Arthur Abraham. Der Champion. Ungeschlagen. K.O.-Quote 80%. Sein Gegner. Wayne Mad Dog Alcock. Britischer Meister, ein Mann mit harten Händen. Die IBF-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Abraham gegen Alcock. Gleich, gleich im ersten. Danny, no contest or no decision. Die Entscheidung, keine Entscheidung. Stimmen Sie dem zu? Wenn die Regeln so sind, kannst du nicht dagegen sein. Dann musst du zustimmen. Natürlich, das war nach 2 Minuten abgebrochen worden. Aber der Cut war ja vorne nicht anders als der in einer früheren Runde. Die haben absichtlich gestoppt, weil sie gewusst haben, er hatte keine Chance mehr. Was sagen Sie zu einem Rematch, um den richtigen Sieger herauszufinden? Ich sag's Ihnen. Ich bin schon reingelegt worden. Wahrscheinlich muss ich zurückkommen, muss ich das noch einmal machen, aber das war nicht in Ordnung. Wir haben gehört, Sie haben ohne Bandagen gekämpft. Stimmt das und warum? Ich kämpfe nie mit Bandagen. Das ist bei mir einfach so. Auch andere Schuhe und auch nichts am Kopf ist einfach so. Klitschko, Tyson, die großen Champs haben Sie geboxt. Was ist mit Platov? Er ist gut. Und was haut der zu? Hat einen irrsinnig harten Punch. In der ersten Runde hat er mich fast von den Beinen geholt, weil er so aggressiv und stark begonnen hat. Aber ich habe mich hingestellt, stark, er hat mich gegen Tyson gesehen und gesagt, du kommst zurück in den Kampf. Bei Platov genauso. Ich habe seine besten Schläge eingesteckt und habe ihn dann bestraft dafür.